Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meinem Santatron, meinem Flüchti und meinem Alex. So, wir machen jetzt nochmal zwei Folgen quasi, Geplänkel, weil es geht ja jetzt so quasi auf zu Silvester. Wenn diese Folge online kommt, dann müsste sogar der 31. sein. Dementsprechend, nächste Folge sind wir dann schon im Silvester. Wir machen jetzt aber erstmal trotzdem die Werkstätten wieder sauber, holen uns da jetzt nochmal Geschenke ab, weil, wie gesagt, ich möchte ja halt gerne noch meinen Bauplan kriegen, den ich mir ausgesucht habe. Und ja, es war nur der Schlittenbauplan. Und ich weiß, dass alle schon den Schlitten haben, bloß ich hab den nicht. Und ist halt so passiert. Die Gundaus-Schlitten? Ja, genau. Den will ich ja, aber den habe ich auch nicht. Ich hab bloß so einen Landleuchten, die Gundaus. Aber der ist cool. Weil ich hab noch Ideen mit Bebauen und so. Weil ich möchte jetzt auch weiter wieder, nächstes Jahr meine Camps weiter ausbauen, upgraden, aufgraden, wie auch immer. Und dementsprechend, hätte ich den schon gerne gehabt, weil ich hatte schon eine Idee, wie ich das mit den Festivitäten mache. Weil ich hatte das vorher immer über ein Camp geregelt. Jetzt machen wir es halt mal nicht übers Camp, sondern ich hätte gerne mal geguckt, ob ich das auch über den Untergrund hinkriege. Wobei beim Weihnachtssachen, da bin ich echt am Überlegen, wegen der Schneemachermaschine, ob ich mir nicht doch ein Weihnachtscamp doch nochmal zulege. Ich hatte ja früher immer ein Halloween-Camp, nur für Halloween. Dieses Jahr ist der Campbau ja ein bisschen, nicht so wirklich vorangekommen. Ich habe eigentlich relativ wenig Camp gebaut. Ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Weil dafür braucht man ja auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld. Und wenn man die Geduld und die Zeit nicht hat, dann, oh Gott, dann kann man ganz schnell. Ja, Campbau, das frisst Zeit. Ja, das Einzige, was mich beim Campbau immer stört, ist, man hat nicht so wirklich eine Suche. Also man hat zwar oben seine Reiter, wo man das denn drunter findet. Aber manchmal sind noch irgendwelche Zwischenreiter und dann suchst du einen speziellen Gegenstand, wo du denkst so, oh ja, ich hatte den doch. Ja, ja. Und dann suchst du diesen einen Gegenstand und suchst und suchst und suchst und alleine nur da, durch diese Suche geht dann halt meistens so 10, 20 Minuten. Und dabei ist das dann halt nur so ein kleines Detail, was du dann auf die Laborwerkbank stellst. Wo du dann immer so denkst so, ja. Ja, bei dem Camp jetzt auch, hab ich vor ein paar Tagen gebaut, 4 Stunden. Ja, wie gesagt, es frisst halt viel, viel Zeit. Und das Problem ist, mache ich das wieder im Stream, dann habe ich immer ganz viele Besucher irgendwie so kurioserweise, die dann halt eher sagen, ey, Turtle, lass mal spielen. Möchtest du nicht Horde XY machen? Möchtest du nicht Räumungsbescheid machen? Und dann macht man auch wieder was anderes als wirklich Campbau. Und, ist halt dann auch immer blöd. Mache ich es in eine Folge, dann hast du halt auch irgendwie eine Begrenzung, weil meine Begrenzung ist meistens so, wie kriegst du es denn hochgeladen? Und warum jage ich jetzt Yaogwai? Jetzt bin ich so geistesabwesend, jetzt jage ich Yaogwai anstatt die, was hatten wir jetzt hier, verbrannten Horde. Jo, passt. Also, Turtle träumt mal wieder. Ja, mal gucken. Aber nächstes Jahr will ich das wirklich mal ein bisschen besser machen. Mal gucken, ob ich das dann eher wieder in Folgen einbaue, ob ich Specials mache oder wie auch immer. Hängt halt immer davon ab, wie die anderen Projekte auch noch alle dazu stehen. Ob das passt oder ob es nicht passt. Aber ich möchte auf jeden Fall machen, weil es ist ein bisschen arg untergegangen dieses Jahr. Nächstes Jahr soll das mal bisschen mehr zwischendrin kommen. Weil ich hänge ja mit einigen Camps, die sind schon. Boah. Ja, da denkst du dir dann, what the hell? Alter, ist das alt. Ich habe sogar noch eins aus der Beta.
gefunden. Ah, hm. Leslie, du darfst nie wieder, da ich nun bin. Eigentlich, du könntest die... Ja, das hat sich seit der Beta nicht verändert, weil ich habe einen Charakter, der nicht wirklich, der hat zwar Beta-Ader, wurde er erstellt, hat auch ein Camp gemacht, aber das ist noch so ein altes Oldschool-Holz-Ding, weißt du, so nie benutzt. Nie benutzt. Das zeigst du dann einmal. Das muss ich sehen. Das ist einfach nur ein Holzding, mehr ist das nicht. Das ist, ja, eben. Ich hab kein Fenster, ich hab keine Türen. Ja, so ein Ding ist das, so ein Ding. Also, es ist zwar nicht auf dem LP-Char, aber es ist so ein Ding. Ich hab keine Türen, ich hab keine Fenstern. Das ist aber auch wirklich ein... So geht es, ah ja. Ich liebe die Freunde. Aber ich kann dir verraten, wo es ist. Es ist auch Graham Mining. Das war sogar der Charakter, mit dem ich das getestet habe damals. Mit den alten Folgen, wo ich das erste Mal in Graham Mining was hingestellt habe. Um das andere zu verbessern. Das sieht fast identisch aus. Fast. Es ist nur ein kleinerer Klotz. Wo ich ein bisschen rumexperimentiert hatte. Ja, ja, solche Camps gibt es auch noch. Und die sind sehr, sehr alt. Ich möchte aber meinen aller ersten Charakter sehen. War 12 Stunden nach Release. Habe ich den erstellt, aber ich konnte den Charakter nicht rüberholen. Das habe ich schon probiert. Du konntest den Charakter nicht rüberholen, wurde doch alles automatisch rübergeholt nach der Beta. Wurde doch alles automatisiert. Also da hatte ich keine Probleme. Das ging eigentlich ruckzuck und zack, der war dann halt neu. Ich habe sogar den LP-Char hatte ich ja dann sogar nochmal neu erstellt. Aber ja, das war... Da kann man mal sehen, was ich für alte Camps noch manchmal habe. Na gut, mein... letztes Camp, was ich jetzt hier gelöscht habe, wo ich jetzt oben flüchtiges Camp aufgebaut habe, das ist ja jetzt auch quasi sehr, sehr alt. Das ist ja auch schon über 3 Jahre alt da oben. Bei der Säurestelle. Mit ein bisschen Halloween-Dekoration. Früher hatten wir halt nur Kürbisse. Ja, mittlerweile haben wir... Es geht ja, also du kannst momentan wirklich sagen, so... Für die Sessions und ähnliches hast du jetzt genug Dekoration. Also früher war ein Weihnachtsbaum in Fallout 76 wirklich ein Baum, den du nur hinstellen konntest und das war eine Tanne. Das war's, eine Tanne in einem Eimer. Ohne irgendwie Weihnachtsstern oder irgendwas. Erst darauffolgendes Jahr haben wir dann halbwegs anständige Bäume gekriegt. Das waren dann die einfarbigen, die konntest du dann in einem Toro-Shop kaufen. Aber, ja... Wenn man mal so zurückdenkt, die allererste Zeit, jeder war so enttäuscht, jeder hat gedacht, es gab Lichterketten, die du an die Wand hängen konntest und an die Decke. Und jeder hatte dann gedacht, ja, kaufst du dir die Lichterketten, kaufst du den Weihnachtsbaum, du dekorierst den Weihnachtsbaum. Und wenn man jetzt mal so in die alte Zeit zurückdenkt, oh nee, das war so Hölle, du konntest das da nicht anbringen. Und du könntest auch nicht sagen so, ja, ich stell's einfach in meine Vault. Die Vault gab's ja damals noch nicht. Und dekoriere das da dann halt mit ein bisschen Freischweben, dann krieg ich das ein bisschen hin. Oder mit Glitschen und ähnliches, dann krieg ich das am besten hin. Das ging damals nicht. Das gab's damals nicht. Ja, Glitches gab's genug, ja, und Bugs und... ja, okay, die gab's ja wirklich genug. Die haben wir auch zuhauf alle genutzt, gerade die Camp-Glitches, die waren halt enorm. Mehr Baubudget und ähnliches, da hat der eine oder andere hat sich natürlich geile Camps aufgebaut, wo man wirklich so sagt, so, Alter, nice Camp, ne? Da sagt man dann so, verdient, dass du den Glitch nutzt. Bei anderen waren dann halt eher so Fallen-Camps, wo man dann wirklich so gedacht hat, so, muss das sein, wollt ihr euch wirklich gegenseitig mobben, ne? Das war gerade anfangs mit den Verkaufsautomaten. Der Anfänge der Verkaufsautomaten. Da fingen ja die Fallencamps an ohne Ende und dann auch noch mit Bauglitschen und ähnliches bearbeitet. So dass du halt mehr Fallen im Camp setzen konntest, mehr Stachelfallen, damit du dann halt auch in den Tod stürzt und ach, es gab da so blöde Sachen.
Blutbefleckt ist ja ein und für sich immer noch Meter. Dementsprechend gab es ja dann diese Strahlungsfallen. Ja, du hast so viele Strahlungsfallen-Camps gesehen, die einfach nur dahinter eine Strahlungsfalle hatten. Auf dem Teppich haben sie dann ganz einfach, simpel eine Bodenfalle, eine Druckplatte drauf gemacht und du hast das dann jedes Mal aktiviert und er hat sich dann gefreut und dein Loot mitgenommen. Yay. Ja. Okay. Ja, es gab halt sowas. Wir hatten auch schwarze Schafe in Fallout. Aber ich muss sagen, so an und für sich, die Community komplett ist eigentlich größteilig eher freundlich. Also komplett in Fallout triffst du eigentlich, sagen wir mal so, wenn du jetzt eine volle Vierergruppe hast, dann ist meistens die Vierergruppe komplett freundlich. Es ist in den seltenen Fällen sind das ja wirkliche so, naja, Trolle. Nennen wir sie einfach mal Trolle. Wo du wirklich sagst so, oh Gott, muss ich mit denen zusammenspielen? Deswegen, ich habe auch selten mal wirklich Leute auf die Blockliste gepackt. Da sind nur YouTuber drauf gelandet, die ich nicht mochte. Aber die werde ich jetzt hier nicht nennen. Die Leute, die mich länger kennen, die wissen das noch. Die denn am Märchen erzählt haben und ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob die noch Fallout spielen. Ich glaube, denke mal nicht. Aber okay, wie gesagt, ne? Am Märchen erzählen, von wegen hier und so. Die sind als einziges bei mir auf Blockliste gelandet, aber ansonsten habe ich eigentlich wirklich noch nie wirklich jemanden stark auf die Blockliste gepackt. Meine Blockliste war eigentlich immer leer. Von daher hat mich auch noch nie so wirklich gestört. Weil ist eigentlich eine artige Community. Und jetzt porte ich hier einfach querbeet, mir irgendwelche Werkstätten noch zu holen. Also. Was macht man denn alles für einen Bauplan? Ja, natürlich. Die Baupläne, die habe ich schon größtenteils wieder rausschmeißen müssen, weil das waren einfach too much. Too much. Aber na war. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Na, Behemoth, du enttäuscht mich aber heute mal richtig. Du kommst nicht mal mit dem Schlinger da klar. Aber mit mir. Nö, kommst du auch nicht. Den halt nicht. Machen wir einmal kaputt. Und gut ist. Naja, mal gucken. Aber ich bin ja eigentlich zuversichtlich. Das heißt, eigentlich ab morgen, also nächstes Jahr, fängt ja quasi das Fallout-Jahr an. Bin ja mal gespannt. Fallout-Jahr? Ja, das ist quasi, also, ja, das gefürchtete Fallout-Jahr fängt an. Da hatten wir vorhin sogar so ein bisschen drüber debattiert, Alex, mit Serie und so. Kannst du dich an das Gespräch erinnern? Ja, ja. Ja, weil fängt Fallout, Serie ja, an. Ja, gut, wenn den Serienstart mit einrechnen, ist es ja Fallout, ja, ja. Ja, es ist, es gehört zu Fallout. Also ich rede jetzt nicht von 76, sondern von der Marke Fallout. Es kriegt ein Magic-Kartenspiel, geht damit an Start. Also es geht sogar in Card Games rein. 4 kriegt nochmal ein schönes Upgrade. Da bin ich auch nochmal gespannt. Das werde ich mir auch vielleicht nochmal angucken. Vielleicht machen wir das ja auch nochmal im Stream nochmal. Eine Runde Fallout 4 suchten. Mal gucken. Habe ja eigentlich schon genug Spielstunden drauf, aber vielleicht machen wir nochmal ein bisschen mehr. Mal gucken. Schauen wir mal. Gucken wir uns aber erstmal an. So, erlesene Gäste. Nee. So, welche Werkstatt nehme ich mir jetzt nochmal? Ach komm, hier, Bekle. Ich port hier irgendwie querbeet durch. Hauptsache Werkstatt nochmal. Damit ich dann in den nächsten Folge nochmal einmal alles abholen kann und hoffentlich nochmal was kriege. Aber es sollte jetzt auch die letzte Werkstatt sein. Weil ich sehe den Ping. Und
Der wird nicht besser, der wird schlechter. Also wenn ich mal so guck, also ich habe ja wirklich ein Pillow-Aufnahme Teamspeak, der gerne mal rumspackt und ähnliches. Aber wenn ich selbst da einen permanenten fließenden 30er Ping hab, und das ist wirklich ein Billigding, dann ist das jetzt ein bisschen traurig, dass der Fallout-Server nur so einen Ping gerade mal von 91 beinhaltet, ne? Also man merkt jetzt schon beim Spielen, also ich habe eine arge Verzögerung, bevor er losschießt, bevor er irgendwas macht. Man merkt es halt, es ist halt automatisch Verzögerung. Warum es so ein krasser Ping schon wieder ist, ich weiß es nicht. Hab ihn jetzt gemacht. Aber wie gesagt, packt man Minigun aus oder Sachen mit hoher Feuerrate oder anstachelnde Sachen? Oh. Du hast mir aus dem Team entfernt? Nö, nee, habe ich eigentlich nicht. Kannst du sogar eine Aufnahme angucken, habe ich nicht gemacht. Warum sollte ich? Also ich bin da rausgeflogen, keine Ahnung. Gut, dann komm doch einmal wieder rein. Oder bin ich nicht mehr online? Ich weiß es nicht, der lädt gerade. Keine Ahnung, was der gerade macht. Du greifst gerade meine Werkstatt an. Deswegen bist du offen. Ich greife gar nichts an. Das ist gerade die Tyler Ranch Strecke, ist jetzt gerade mit Verteidiger und du bist da oben. Bin da, wo ich rausgeflogen bin, bei der Todeskralleninsel. Okay, Todeskralleninsel. Ja gut, kommt hin. Okay. Egal, komm einmal wieder ins Team, dann kann ja nichts passieren. Das war strange. Kann ja nichts passieren, wenn du im Team bist. Und keine Angst, ich würde dich jetzt nicht einfach abknattern hier. Weißt du doch. Nur wenn du mich provozierst. Das war jetzt irgendwie komisch. Mein Gott, es ist, ja wie gesagt, der läuft jetzt gerade auf 91, 92. Er pegelt sich im 90er Bereich an. Juhu. Aber er fällt auch mal wieder runter auf schlappe 41. Also ab und zu will er sich noch Mühe geben. So. Er will noch mal, wer hat noch nicht? Bin ja eigentlich bloß Kummer, weil ich den Punkt noch nicht hab. Also. Welchen Punkt? Bevor ich jetzt dann da wieder über die halbe Karten lauf, hab mir gedacht, boah, das schnell her. Also. Ne, komm ums Eck, mein kleiner Befreier. Hier wird nur geschossen. Piu, piu, piu. Erwischt. Säure. Ne? Von wo kommt da? Selbe Stelle, selbe Welle. Ups. Ups. Nächsten. Oh, kämpfende Feuerfloter kommen da hinten. So. Bäfliegen kommen jetzt auch nochmal. Uiuiui. Muni! Juhu! Muni! Brauchst du Muni oder was? Der sammelt alles. Hat noch nichts hergestellt. Du hast noch nichts hergestellt. So, Bocktaum möchte auch nochmal verteidigt werden. Dann verteidigen wir doch mal. Wir schlagen die Gegner zurück. Böse Grillen. Der chillt sich auch seines Lebens. Oh, ist umgefallen.
Oh. Ja, aber Supermutant da. Wenigstens die Grille erwischt. Nee, ne? Da vorne kommt's ab. So, hier auch noch mal alle mitnehmen. Ja, ich glaube, der Server schmeißt mich jetzt, oder? Jo! das ist natürlich wieder supi. Upi, wenn man dann wieder rausgeschmissen wird aus dem Ganzen. Rausgeflogen? Weil du bist ja. Weg. Ich bin rausgeflogen. Das war einmal looten zu viel. Das hat er nicht mehr verkraftet. mich hat er jetzt auch schon, weil die anderen bin zwei oder dreimal rausgeschmissen. Ja, wie gesagt, es läuft momentan nicht so flüssig, wie es laufen sollte. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie das wieder hinkriegen, weil es lief davor ja auch. Warum sollte es jetzt nicht auch wieder? Ne? Es ist jetzt halt nur wieder mal eine Zeit, wo sie halt wirklich wieder Mist gebaut haben. Kann an, was weiß ich, nicht liegen. Vielleicht haben sie den Fehler noch nicht gefunden, was auch immer. Egal. Weihnachtsrausch ausschlafen. Ja, jetzt auch noch die Feiertage dazwischen, deswegen. Kann passieren. Ja, guck mal, bin wieder da. Aber lass mich raten, mein Event ist weg. Achso, ja, weil ich rausgeflogen bin, bin ich jetzt überladen, weil ich bin nicht mehr ganz verstrahlt. Habe ich noch verdorbenet? Nein, habe ich auch nicht, weil es noch nicht verdorben ist. Ich fliege hier in letzter Zeit einfach zu schnell raus. So, nämlich schmutziges Wasser. So. Jetzt haben wir es hier wieder. Jetzt habe ich aber wieder gar nichts hier. Ich bin noch nicht mal im Ereignis. Kann aber Grillen wegschießen. Na gut. Ah, jetzt. Die Schnellreise können wir abbrechen. Jetzt hat er es angenommen. Er hat mich endlich auf dem Server akzeptiert. Das hat ja ein bisschen gedauert. Und Alex will mir hier die Werkstatt schon wieder streitig machen. Aha. Erwischt Alex. Ja, ja. Bin hinter alles mögliche. Baupläne, neue Orte, alles. Hauptsache ich muss nicht hinlaufen. Also. Oh Maja, mein kleines Grillchen. Hier werden sie doch zerlasert. So, blups, da kommen schon die nächsten. Ach, jetzt bist du, Entschuldige. Versuch mich, los, los, komm. Wir messen uns hier. Wir prügeln uns. Nee, hab ich nicht. Das hab ich nicht da. So. Jawohl. Alles fertig. Jetzt können wir nochmal klein machen. Sups. Können wir nicht, weil ich habe... doch, hier habe ich noch was aufgehoben. Ist er jetzt durchs Rausfliegen? Eigentlich gehört mir die auch. Ich muss da gleich jetzt überall nochmal hinporten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ach, überall Bär fliegen.
So, das war die erste Welle. Ganz viele Drüsen. Und ein kleines Geschenk. Stille Nacht. Bäffige Nacht. So. Erstes Götzi. Kann auch mal herkommen. Lenkt doch nicht meine Bärfliegen ab. Ein ruhmreicher Tag für die US Army. Huha! So. Da kamen die nächsten Bärfliegen. Kommt, meine Fliegis, kommt. Buddy, buddy, butt, 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 butt. So. Nicht auf meine Fliegen schießen hier. Eine Führungskraft! Sie sind zu spät zum Dienst! Du bist auch zu spät zum Dienst. So, irgendwo fehlt mir noch eine. Ach, da hinten flitzt sie rum. So. Das war die letzte Bäh-Fliege. So, und ihr kommt da hinten aus dem Haus. Dann kommt mal her. Hier wird jede Fliege einmal erschossen. Ist auch schon wieder ziemlich weit weg. Mit was prügelst du dich da? Mit Ghoulen? Okay, ja, wegschießen. Ja, habe ich gedacht. Wunderbar. Reparaturkit 95. Noch 5 Level. In der Hoffnung, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, damit ihr es nächstes Jahr seht. So, und dementsprechend machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.